Willkommen zurück zu Innedruckt im Fußball-Podcast aus Basel. Dem Fußball-Podcast, wo Sachen sieht, die sonst niemand sieht. Wie zum Beispiel letztes Mal der Fabian Frey. Ja. Was ist da los gewesen? Was ist da los gewesen? Er hat nicht gespielt. Offensichtlich, aber wir haben glaube noch darüber geredet, dass er einen sehr unauffälligen Match gemacht hat. Ja. Du hast noch das Matchplateau, ich lese es und merke, so fuck, das ist mir gar nicht aufgefallen, ich habe doch nur den Zufi gesehen, sage ich. Aber ja, er hat wirklich nicht gespielt. Aber ich habe ihn bewertet mit unauffällig. Unauffällig, ist aber nicht schlecht. Ist voll okay. Fabian, gut gemacht. Jedenfalls willkommen zurück zu unserer mittlerweile dritten Ausgabe. Und wir sind überwältigt vom Zuspruch, den wir schon bekommen haben, von allen Rückmeldungen. Grossartig, merci vielmals. Patrice, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Ich bin froh, es sind bald Weihnachtsferien. Gott sei Dank. Absolut. Wie geht's dir? Ich bin völlig K.O., stehend K.O. Und das Einzige, was mich momentan am Leben hält, ist der Podcast. Nein, das ist gemein. Das stimmt natürlich nicht. Das, was mir heute Energie gibt, ist der Podcast. Das, wie das Leben ist, grossartig, ehrlich gesagt. Grossartig. Aber, wie wir noch mal gesagt haben, wir sind müde. Weihnachtsferien dürfen jetzt langsam kommen. Wir sind etwas so müde. Wie der FCB gestern. Aber das können wir erst noch an, oder? Ja, was ist die Woche passiert, Patrice? Wir haben UEFA Cup gespielt. Also Europa League. Dürfen wir es noch UEFA Cup nennen? Wir nennen es Europa League. Können es wirklich offiziell Europa League seit 10 Jahren. Ich sage immer noch UEFA Cup. Und ich finde das auch richtig, dass wir es UEFA Cup nennen. Komm, wir machen auch weiter so. Was auch immer. Ja, ja, wir haben gegen Trabzonspor gespielt. Bist du da gewesen? Nein. Oh. Ich habe Meeting gehabt im Geschäft bis am 7. Es hat mir nicht gelangt. Ups. Du bist aber auch nicht dort gewesen. Ich bin nicht gesehen, weil ich habe das mal das Päckchen nicht genommen mit dem Billett. Das ist tragisch, da sollte man nicht drüber reden. Sollte man drüber reden, aber ich mache es trotzdem, weil ich das nicht verheimliche. Ich habe einfach, wie wir ja schon in der allerersten Folge mal gesagt haben, so eine Art FCB-Mietigkeit entwickelt, die erst jetzt, auch dank unserem Projekt hier, langsam weggeht. Sehr grusig. Ja, aber ja. Wow. Ich habe nicht können gehen, weil es auch zeitlich nicht gelangt hat. Eben 7. Ich konnte zumindest schauen zumindest im Fernsehen. Aber ja, Anspielzeit 7. finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Finde ich besser als 9. Alter Mann muss ins Bett irgendwann mal. Aber ja, teilweise ist es mit dem Berufsleben doch schwierig zum freibaren. Ich glaube, in dieser Anspielzeit da könnte man eine ganze Sendung füllen. Weil ich sehe jetzt viele Leute auch im Verkauf. Wenn meine Freundin jetzt im Verkauf muss arbeiten ab und zu, dann längt es 7. nicht. Dann verpasst sie ein Match nach dem anderen und das ist doch dann ziemlich schade, wenn du eine Jahreskarte hast. Gut, um Weihnachten rum kannst du auch am Sonntag am 4. ein Match haben und musst im Verkauf arbeiten. Genau, ja, eigentlich ist alles scheiße. Zum Match? Ja, wie ist es gesehen? Kurz erzählt, Trabzonspor wirklich kurz aufgebäumt am Anfang, so ein bisschen etwas versucht, gar keine schlechte Truppe, aber auch sie mit der zweiten Garde gespielt. Mm. Wir haben den Match relativ locker heimgeschaukelt, würde ich sagen. Ist ja nicht mehr gegangen für Trabzon, oder? Die haben ja schon abgeschlagen ganz hinten. Sie haben wirklich, glaube ich, noch ein paar Punkte holen, aber nein. Ich finde es noch krass, dass Trabzon so abgeschlagen war am Schluss mit 8 Punkten Rückstand auf Platz 3. Chancenlos in dieser Gruppe, das hätte ich so krass nicht gedacht. Nein. Vor allem, weil sie ja ein paar Investitionen tätigt haben auf die Saison. Doch auch einen ehemaligen Premier League Superstar in ihrer Reihe haben, aber ja, es hat einfach wirklich nicht gelangt in dieser Gruppe. Wir mit 3 Heimsiegen, das ist schon stark, würde ich sagen. Das ist sehr, sehr stark. Sehr stark. Haben wir das können erwarten vorher? Als ich die Auslosung sehe, habe ich gedacht, nein, ich habe effektiv, als ich das angeschaut habe, und das haben wir ja auch zusammen geredet, die Begeisterung hat sich in grossen Grenzen gehalten. Auch der spanische Vertreter, nicht gerade der, den wir unbedingt sehen. Ja, wenn der spanische Vertreter ist, willst du nicht keinen Daffe haben, aber trotzdem, je mehr man sich dann auseinandersetzt, ist es trotzdem spannend. Und es hat funktioniert. Der FCB ist das Erste durch die Gruppe gegangen. Wenn wir aber klar sagen, gegen einen Vertreter aus Spanien, einen von Russland aus Türkei, aber auf Nummer 1 hockt einer aus der Schweiz. Ja. Das ist unfassbar. Wir halten die Fahne hoch. Für den Schweizer Fußball. Absolut. Was hat IB gemacht? IB hat Mikriks 1-1 gegen die Rangers und hat dann leider die Gruppe auf Platz 3 beendet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Schade. Es war die deutlich stärkere Gruppe als unsere. Mit Porto noch drin. Und IB ist trotz allem, habe ich das Gefühl gehabt, fast die stärkste Mannschaft in dieser Gruppe. Sie haben wirklich gut gespielt, stellenweise. Sie haben viel Pech mit Verletzungen gehabt, jetzt Anfang der Saison, aber ja, da kannst du mal rausfliegen. Es ist schade, wie es gelaufen ist, weil wir hatten als Schweiz gerne einen zweiten Vertreter gehabt in den 16. Finals.
Jetzt sind es einmal mehr. Noch mehr, wie immer eigentlich. Oder? Wie oft leider. Und trotzdem, immer wenn IB in eine Gruppenphase kommt, habe ich immer auch das Gefühl, die können etwas reissen. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass sie auch mal über die Gruppenphasen rauskommen. Weil ich glaube einfach, in den letzten 5 Jahren, die haben das immer gut gemacht. Absolut, ja. Du kannst nicht viel vorwerfen, ja. Das ist halt... Lugano hat auch noch einen Punkt geholt. Ah, Lugano hat es auch noch gegeben, ja. Aber die haben 3 Punkte geholt jetzt am Schluss, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, insgesamt. Aber insgesamt 3 Punkte. Sie haben 1-0 vorne gesehen und haben in der 92. noch Kiste gekriegt. Schade gesehen. Sehr, sehr, sehr schade. Sehr, mögliche sehr schade. Gegner für uns 16 im Finale. Ja, schauen wir das mal an. Köstliche Auswahl darunter eigentlich, oder? Leverkusen. Wow. Nice, aber schwierig. Ja. Aber ja, ich kenne einen gewissen Kollegen, der würde sagen, die schlimmer locker. Du weißt, welchen Kollegen ich meine. Absolut. Olympiakos. Ei, ja, das ist immer so. Donetsk bitte nicht. Nee, da kann mich gerne erinnern. Weißt du, Donetsk vor 10 Jahren plus, wo wir gegen den Champions League gespielt haben? Dort, wo wir richtig alt ausgesehen. 5-0. Dort haben wir in 6 Spielen, glaube ich, 2 Goal geschossen. Ja. Das eine gegen Barcelona und das eine gegen Donetsk daheim. David Abraham. Das weiß ich noch. Hast du das Barcelona gesehen, auswärts 1-1? Ja. Da bin ich gesehen. Ja, da hat der Derdiok Kiste gemacht. Ja. Unter Messi, wenn er reingekommen ist. Und der François Marc hat einen grossartigen Match gezeigt. Der zukünftige französische Nationalspieler. Er hat nachher noch einen besseren Auftritt gehabt in der Party nachher, wo wir, so eine Gruppe von Freunden mit den Spielern zusammen, es recht lustig hatten in Barcelona. Und der François Marc hat dort das eine oder das andere Highlight abgeliefert, das ich hier natürlich nicht erwähnen kann. François Marc, liebe Grüße. Brügge fände ich recht cool, wäre auch ein Auswärtsfeld wert, würde ich sagen. Wäre mal interessant, Brügge. Ja. Sicher nicht der grusigste Gegner. Frankfurt, das ist ein Harzlos. Da hat die in der Familie ein bisschen Probleme. Ja, da hat Streit. Ja. Ja, da haben wir einen Eintracht-Fan. AS Roma. Das ist ganz schwierig los. Haben wir schon gute Erfahrungen gemacht damit? Wäre spannend, wäre schade, wenn die Kurve wieder nicht mitkommt auf Rom. Yeah. Ist dann keine Option. Wolfsburg ist so die graue Maus der Bundesliga. Ja, und momentan trotzdem. Platz 7. Haben die Gladbach geschlagen? Oder spinne ich jetzt gerade? Meint ihr, die haben Gladbach geschlagen? Das ist möglich. Möglich? Habe ich gestern die Bundesliga-Runde nicht geschaut? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die haben gestern Gladbach geschlagen. Aber Wolfsburg muss ich jetzt auch nicht zwingen haben. Wolverhampton, das... Ja, aber Wolfsburg wäre voll okay. Die Wolves wären richtig geil. Von einem Wolf zum anderen. Die Rangers wären richtig geil. Sporting Lissabon ist einfach wieder... Nein, nicht. Ja. Wie oft haben wir schon, seit wir Leben, gegen Sporting gespielt? Ich habe das Gefühl, wir spielen jedes Jahr gegen die. Immer irgendeine Lissabon-Mannschaft, die auf Basel fährt und umgekehrt. Immer an der Fastnachtszeit. Apoel? Nein, will ich nicht. Ja, aber die wären machbar. Das ist okay. Klusch. Nein, haben wir auch schon wieder zu Genüge gehabt. Aber könnte ja halt spannend sein, zum Weiterkommen. Kopenhagen? Ich will Kopenhagen, weil gegen die haben wir noch nie gespielt in der jüngeren Zeit, wenn ich es richtig erinnere. Ja, haben wir nicht mal gegen Kopenhagen? Ich glaube es nicht. Nein, nicht, warst du nicht. Ja. Nicht in einem Freundschaftsspiel vielleicht schon, der Rest weiß ich nicht. Ludo Goretz? Nein, danke. Alkmaar, Holland? Ja, why not? Why not? Wäre ich dabei? Ich gehe gerne nach Holland, wie du weißt. Also. Du schau mal, ich denke, es hat ein paar machbare Gegner drunter. Die meisten sind doch stark, das wird schwierig. Es wird so oder so eine knallharte Runde werden von uns. Aber eigentlich sind, ich habe die Lostöpfe aus den vergangenen Jahren angeschaut und ich habe gedacht, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und diesmal ist es so, ja, kann man machen, wieso nicht, wäre auch noch cool. Es hat ein paar Deutsche dabei. Ja. Also an Attraktivität, falls... Also glaubst du, mit 2/3 der Gegner kannst du eigentlich leben, wenn man ehrlich ist. Absolut. Voll. Dann müssen wir aber etwas anderes diskutieren. Und zwar etwas eigentlich ziemlich Trauriges. Der Absturz von der Super League in der 5-Jahres-Wertung, das ist schon ganz ein übler Absturz. GC-mässig abwärts. Kann man nicht anders sagen. Vor uns, also wir sind auf Platz 20 jetzt klassiert, vor uns grossartige Ligen wie Kroatien, Serbien, Griechenland, Schottland und Zyprioten. Patrice, das ist nicht gut. Was ist passiert? Was ist passiert? Das ist das Übliche. Wir haben einfach nach dem FCB und halt auch IB definitiv keine andere Mannschaft, die etwas reisst europäisch. Und trotzdem haben wir dank den Punkten vom FCB immer 5 Plätze gehabt. Ja. Und das ist halt ein bisschen ein Schwanzbisser. Das ist einfach so. Und nicht vergessen, dass auch letztes Jahr der FCB gar nicht international gespielt hat. Sind das die Auswirkungen schon, die wir hier sehen? Dass das eine Jahr auf einmal fällt, wo wir gar nicht beitragen dazu.
Das war wirklich ein kaputtes Jahr. Ja, und das hängt aber jetzt, fünf Jahre hängt das jetzt einfach in unserer Gesamtwertung in. Also das ist das Problem. Das aktuelle Jahr ist gar nicht so dramatisch schlimm, wenn man Punkte anschaut, die wir jetzt geholt haben, aber einfach die 5-Jahre-Kombination ist wirklich ein Debakel. Und auch wenn der FCB jetzt wirklich keine Punkte mehr holt, also wenn man jetzt keine, ich sage jetzt mal, wenn wir noch 2, 3, 4 Siege holen, das wäre ja super. Ist so ein einigermaßen okay Jahr, aber ich glaube, langfristig werden wir da Probleme haben. Das ist, oder es ist auf der Realität mittlerweile. Vielleicht nicht ganz so weit hinten, aber fixe Champions-League-Plätze in der Schweiz, das kannst du vergessen. Das wird jetzt aber vorbei sein. Nicht vergessen, dass also die Österreicher auf Platz 12 sind. Der Platz, den wir eigentlich gerne mal hätten. Schon lange her aber die machen das mit, auch mit LASK. Sie machen, also Red Bull macht natürlich einen riesen Job. Klar, die haben finanzielle Mittel, aber die machen wirklich eigentlich fast alles richtig. Gut, die letzten Jahre haben sie sich sind doch ja mit schwer gemacht mit der Quali. Aber sind sie nicht mehr gegen Düdelingen ausgeschieden in der Champions League Quali? Das war mein Highlight. Düdelingen. Das ist, müsst zuerst mal schaffen. Sie sind auch gegen uns mit, wo wir, glaube 25 Verletzte hatten. Ja. Sind sie auch mal raus. Also, genau, das haben wir mit den Junioren gespielt. Ja. Aber jetzt liegt es, ist die Schweizer Kultur für uns und das Sicherheitsdenken als Fußballverein, wenn du nicht Basel oder IB bist, musst du primär ums Überleben kämpfen. Das heisst, wir stecken alle Mittel auf eine gute Platzierung in der Super League und den Rest ignorieren wir schön. Ich glaube, es ist für mich ist der Fall klar, dass es sind meistens Mannschaften, die sich qualifizieren hinter uns. Auch wir verlieren immer das halbe Kader, wenn wir sehr erfolgreich sind. Aber wenn eine Mannschaft wie, ich sage jetzt mal, Luzern sich von der Europa League qualifiziert oder eine sehr gute Saison hat, dann sind die besten 3, 4 Spieler weg. Ja. Die musst du ersetzen. Meistens hast du kein Geld, um die gleichwertig zu ersetzen. Es braucht meistens ein paar Monate, bis die Spieler wieder auf einem ähnlichen Niveau sind. Und das ist so ein bisschen das Rösslispiel, das wir da immer machen. Es ist Thun jetzt schon gemacht und dann verlierst du einfach teilweise halben Kader. Und es wird das Gleiche jetzt mit einem allfälligen St. Gallen sein. Da bin ich mir sicher, die verlieren dann 5, 6 Spieler an die Jahr. Haben eine riesen Truppe, machen, eben, die machen, also die spielen um Platz 2, vielleicht sogar um einen Meister. Sie hätten können ein Wintermeister sein. Absolut. Und sie werden aber dann Ende der Saison die halbe Mannschaft verlieren. Und dann hast du immer das Gleiche in der europäischen... Oder halt jetzt Lugano, wo muss Kopfdeckel in... wo spielen sie? In St. Gallen? Ja. Spielen sie in St. Gallen? Ich glaube, Europa League tragen sie in St. Gallen aus. Also halt einfach, weil es das Lugano Stadion einfach nicht mehr... Ja, aber eben, du bist fern durch die Schweiz, also keine Ahnung. Dann, da gehst, ja, oder du schaust kein Match. Keine Ahnung. Weil, wer mal schauen, hat es im Joggen gespielt. Ich... Wäre aber nicht gegangen, ehrlich gesagt. Bezweifle es, es ist einfach, das ist eigentlich, das ist schon tragisch, weil Lugano hat sicher da mehr können machen, wenn sie daheim könnten spielen. Aber auch da haben sie ja die richtige Heimmacht, wenn wir ehrlich sind. Nein, aber das ist das Stadion so ein Debakel, dass man nicht mal in der Europa League vor 5'000 Zuschauern könnte spielen. Offensichtlich. Traurig. Sehr, sehr traurig. Lugano, baue doch mal ein Stadion, es wäre an der Zeit. Es müsste ja nicht voll riesig sein. Es ist ein FC Thun. Wenn es der FC Thun fertig bringt, dann können das dort unten auch. Absolut. Oder so ein Stadion wie Schaffhausen oder irgend so etwas, das müsste doch möglich sein. Oder Biel? Biel, ja, so eine Kombi-Arena mit dem Hockey-Club. Machen noch ein Outlet rein, dann sind Patrice und ich auch oft dort am Einkaufen mit unseren Freundinnen. Dann ist aber auch noch ein bisschen Fußball gespielt worden in der Schweiz. Ja. Super League, letzte Runde vor der Winterpause. Wenn wir mal auch durch die guten Matches durchgehen, Patrice, durch die richtig aufregenden. Sio Xamax, wo ja eigentlich ein aufregender Match wert ist für Schweizer Verhältnis. Ich muss sagen, bei diesem Match, ich habe mich noch kurz über das Resultat informiert. Ich habe wenig geschaut von diesem Match, eigentlich null. Ich habe schnell Zusammenfassung geschaut, ja, aber es ist wie zu erwarten gewesen. Ich habe den Sio gewonnen, aber jetzt haben sie halt nicht gewonnen. Die sind auch froh, dass es Winterpause ist. Ja. Die sind definitiv froh, ja. Dann hat Servet der FC Thun abserviert, 2-1. Thun ist lang vorne gewesen. Yep. Habe ich schon gedacht, es könnte eine Überraschung geben, aber am Schluss schaukelt Servet heim. Das ist zu erwarten gewesen, das ist klar gewesen. Servet ist so stark. Ja, sie holen die Punkte. Ja. Sie holen einfach die Punkte, die sie mien, oder was sie ja nicht mien, ehrlich gesagt. Die haben ja jetzt schon mehr Punkte geholt, als die meisten anderen aufsteigen in den letzten 10 Jahren. Unfassbar. Ja, sie machen einen guten Job. Schlussendlich kommen sie noch an den internationalen Platz. Ich würde ja lachen, wenn es so wäre. Spannend in Genf halt immer sein, da könnte ja mal vielleicht irgendein Sponsor mal ein Portemonnaie aufmachen. Es könnte ja in dieser Stadt, wo wimmelt von reichen Firmen und reichen Menschen, mal vielleicht wirklich einer denken, hey, wir machen doch wieder mal ein altes Servet, wo ich früher eigentlich sehr gerne gehe. Die voll alte Mannschaft von Charmy. Charmy jetzt geheißen. Ist das Charmy? Das wissen die Zuschauer sicher besser als wir. Dann ist auch noch gespielt worden, das Lugano
Und die haben daheim Young Boys empfangen. Was wir haben da liegt etwas drin, aber ist auch am Schluss 0-0. Lugano könnte den Match gewinnen. Die haben ein, zwei gute Chancen gehabt, aber... IB hat auch schon die Winterpause nötig gehabt, das hat man gemerkt. Ja, die sind müde, wie wir alle. Wie auch der FC St. Gallen offensichtlich. Wo es verpasst hat, gegen Zürich Wintermeister zu werden. Schade eigentlich. Nicht für uns, das Basel jetzt, aber für St. Gallen. Das war schon eine riesige Chance gewesen, mal auf einem sehr positiven Platz zu überwintern. Hätte ich ihn auch sogar noch gönnt irgendwie. Grosse Euphorie in St. Gallen, aber eben, du musst... Ein FC Zürich musst du zuerst schlagen. Du bist nicht auf einem Level, wo du einfach so den Match gewünscht. Das ist halt einfach so. Da lange ein, zwei Unkonzentriertheiten. Sie haben gepennt am Anfang gegen gerade das Goal und... Ja, Zürich gewinnt. Zürich ist auch stark. Die sind auch oben dabei. So ein schlafender Tiger, der einfach sehr unstet auch noch ist. Wenn die es schaffen, Regel, also Stetigkeit reinzubringen. Dann sind sie auch vorne dabei, wo sie auch angehören. Das ist ja für uns absolut klar. Wir brauchen ein Match gegen einen starken FCZ. Unbedingt. Die Hassspiele von früher. Das ist grossartig gesehen. Wo du wusstest, du hast Emotionen im Spiel. Ich rede von freundschaftlichem Hass auf dem Feld. Ich würde ein, zwei Matches gerne vergessen, aber absolut. Es gibt ein paar, die ich gerne nicht vergessen will. Wo Benny Huckel, auch mal ein Zürcher Spieler, wohl zu Recht gewusst auf dem Feld, verbal. Das sind noch Zeiten gesehen. Ach, lieber Gruß an Benny Huckel. Kommen wir zu unserem Match, den ich... Haben wir das noch vergessen, was gestern passiert ist? Ja, wir haben es im letzten Sendung gesagt, es wird ein schwieriger Match und es ist ein schwieriger Match geworden. Ich habe gewusst, dass unser lieber Basler in Reihe von Luzern wird on fire sein. Er ist es einfach immer gegen uns. Wir reden von Pascal Schürpf. Und ja, er macht zwei Kehren. Ja, das war ein Spiel, das wirklich zum Vergessen ist. Also hat der Match geschaut, vollumfänglich auf SRF. Ja, ich habe ein Möbel zusammengebaut in der Zeit, wo nicht von Ikea ist. Also liebe Grüße an Ikea, ihr macht wunderbare Möbel zum einfach zusammenbauen. Alles andere ist ein Debakel. Das war kein Sponsoring übrigens gesehen. Ich habe viel geflucht, wegen Match und auch wegen Möbel. Ja, das Spiel ist für den FCB schlecht gelaufen. Du hast irgendwie gemerkt, ich will nicht sagen, die sind schon mental weg gewesen, aber richtig da sind sie auch nicht mehr ganz gesehen. Es ist die sind, die sind, du hast kein Feuer dahinter gesehen, außer bei einzelnen Exponenten, die das dann in Sachen Fouls eher gezeigt haben. Nach vorne, Cabral hat nicht viel Ball gesehen, habe ich einmal so in Erinnerung. Er ist ein paar Mal gefährlich geworden, der Cabral. Er hat mir eigentlich gefallen mit seinem Körperspruch. Er hat auch ein, zwei Chancen gehabt, um alleine zu machen. Der Kopfball hat er viel Zeit, zweimal sogar. Aber Luzern hat es wirklich gut gemacht, von Anfang an Druck und ja, am Schluss, ich glaube, der Sieg ist nicht unverdient für den FC Luzern. Wenn wir aus dem Spiel durchgehen, Jonas Omlin hätte mal gehabt, was er muss heben, am Penalty wäre er noch dran gewesen. Der ist aufgesprungen, der Ball. Ich glaube, viermal angeschaut und ich verstand immer noch nicht, wie der jetzt rein ist. Ja, schade, der Kelle dran gewesen, aber auch wenn er ihn gehabt hat, mal ganz ehrlich, der Punkt wäre nicht wirklich verdient gewesen. Ist es ein Penalty gewesen? Es war niemals einer gewesen. Meine Meinung, ich finde die Penalty-Auslegung nicht gut. Du kannst doch, für mich ist ein Penalty, wenn ich als Gegenspieler wirklich aktiv an den Ball gehe mit der Hand, oh, der Ball, der muss weg. Aber nur weil der Verteidiger in der Millisekunde, die er hat, seine Flosse nicht wegbekommt. Also ist das der andere Penalty, den wir kriegen? Das ist jetzt der, den wir kriegen, ja, sorry. Voll okay. Finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Es ist keine absichtliche Berührung. Er hat einfach seine Arme nicht angelegt, aber ich renne ja auch nicht angelegten Arm durch die Gegend. Das ist einfach es nicht... Ist sehr unglücklich seit Jahren, die Auslegung. Ja. Und einmal wird sie angewendet, einmal nicht. Mittlerweile wird sie eigentlich angewendet. Darum ist es auch ein Penalty. Aber ich finde es auch irgendwie... Für mich wäre es keiner. Ich hätte ihn trotz Regeln nicht pfiffen. Voll. Auf der anderen Seite habe ich ihn auch streng pfiffen gefunden. Aber am Schluss... es ist ein bisschen ungeschickt gesehen von unserem... Ist es Jermund gesehen, der ewig lang hebt? Jetzt bin ich mir gerade unsicher. Ja, und ja... Er macht er wirklich nicht gut. Er hält einfach so die Sekunde zu lang. Der Schiedsrichter steht nebenan. Es gibt Penalty. Ist okay. Er hat Schöbert nicht sein Match gesehen. Nein, der ist wirklich... Ich weiß nicht, ob er schon irgendwo in Vertragsverhandlungen war. Nein, das hoffen wir nicht. Das soll noch ein bisschen bleiben bei uns. Ich weiß nicht, ob es eine Müdigkeit gesehen ist. Am Schluss noch die geile Rote. Was ist da passiert? Er hat, glaube ich, am Schluss... Ich bin ganz ehrlich, ich habe den Match abgestellt. Der Match ist fertig. Ich habe sie gerade abgestellt. Und dann höre ich nachher, er hat beim Schiri aufdiskutieren. Und hat dann noch... Aber man weiß nicht, er hat einfach... Das habe ich gesehen, er hat ein bisschen diskutiert. Und das finde ich so unnötig. Ich meine, das Spiel ist fertig, du kannst es ja nicht mehr ändern.
Was bringen die ewigen Diskussionen? Hast du das? Du bist mal aktiver Spieler gewesen. Ja. Wo hast du gespielt? Beim FC Laufenburg. Beim grossen FC Laufenburg. Ja. Und hast Vorher du dort... Kongele. Ja. Ja, immerhin beim bekannten grossen Kongele noch. Also hast du mal diskutiert mit dem Schiri? Bist du nach dem Match mal gegangen und hast gesagt, hey... Selten, aber ja, natürlich hast du das. Ich hatte das sogar teilweise an Grümpel schon gehabt. Wenn du, es ist einfach so, wenn du in der Emotion drin bist und ständig einen auf die Socke kriegst oder dich ungerechtfertigt behandelt fühlst, teilweise müssen die Emotionen raus. Und das passiert selbst mir zwischendurch, dass ich einmal ein bisschen böse werde. Zen-Meister, wo du sonst bist. Aber eigentlich nie gegen den Schiri, muss ich ehrlich sagen. Gegen Gegenspieler ab und zu mal. Aber ja, nicht gegen Schiri. Aber trotzdem, es kann passieren, dass du noch willst diskutieren und trotzdem haben auch Teil Schiri wirklich eine gewisse Art an sich, dass sie überhaupt nicht cool reagieren. Man kann ja einfach mal mit diesen Spielern schwätzen. Aber Patrick, wenn das Spiel fertig ist, was bringt es denn, wenn du gehst labern? Dann gehst du fragen, du, wieso hast du den Penalty pfiffen? Aber was und dann sagt der Schiri, weil es ein Foul war. Dann sagst du, nein, es ist kein Foul gewesen, chill doch einmal oder irgendetwas. Und dann bam, da gibt es Schiri, die gerade Geld geben. Ja, okay. Du kannst doch über so etwas reden. Ja, schon, aber die mal Fußball in den USA, da wird mit den Schiris lamentiert und diskutiert und der Schiri sagt, ja, gerne, du bist ein Pflock. Dann sagt der Trainer, nein, du bist ein Pflock, das sind alles Pflöcke, bla bla bla, hier und her. Fliegt schon mal ein Fähnchen, aber es kann einfach... sorry, es ist ein Männersport, es ist... Nein, es ist kein Männersport. Ich darf es so nicht sagen. Vater, wir sind Feminist und... Es ist... Ja, okay. Es ist ein schöner Sport, man kann aber auch mal emotional sein in meinen Augen. Und wenn man alles... In einem Sport, wo man körperlich involviert ist, kann man auch mal das Maul aufmachen in meinen Augen. Voll. Silvan Bittmo hat eigentlich nicht mehr so einen schlechten Match gezeigt. Er ist konstant. Er hat im Goalie noch schön den Ball ins Gesicht gepratscht. Er hat glaub, sehr weh gemacht. Und der Goalie hat nachher auch wirklich schlecht ausgesehen, wie nach Rocky Balboa. Er hat noch eine ganze Dicke geholt in der Nachspielzeit. Ja. Ja. Omar Alderete, leider verletzt raus. Ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen, wo längerfristig... Er ist wieder auf dem Bänkli gesessen. Er hat einen Schlag bekommen, das ist nichts Schlimmes. Ja, hoffen wir, er ist schnell wieder gesund. Raul Petretta auf links. Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Wie gesagt... ich hoffe, er hat er wirklich gespielt, weil... Nein, ich glaube doch. Doch, er ist mir aufgefallen, wenn er einmal, wo wir uns wirklich schön durchkombinieren, hat er wirklich viel Platz zum Flanken und schafft wirklich die schlechteste Flanke seit 5 Jahren. Nein, wir haben viel so Flanken, aber wirklich hinter das Goal, es ist einfach so ein bisschen... Ja, da gefällt mir auch seine Ausstrahlung im Gesicht nicht, er lacht immer so ein bisschen spitzbübisch. Er hat halt das spitzbübische Grinsen ein bisschen, er wirkt wie ein Bub noch ein bisschen. Das ist gar nicht böse gemeint, er wirkt noch sehr jung. Aber ich will entweder den Blas als linke Verteidiger sehen oder ich will einen Transfer im Winter. Du willst einen neuen Linksverteidiger? Ich will einen neuen Linksverteidiger. Ich will Artuba. Okay, jetzt habe ich nicht gewusst, was sagen will. ich denke, wir haben mit Riveros und Petretta eigentlich zwei nicht unfähige Leute. Ich weiss, du magst Petretta als Spieler nicht wirklich. Er ist einfach nicht gut genug. Ich würde ihn gerne mal ein halbes Jahr auslehnen. Und einen neuen holen. Wir brauchen einen guten linken Verteidiger. Ich habe Vertrauen in Raul Petretta und er wird es noch drehen. Er wird noch richtig gut werden. Ich schwöre. Taulan Chaka, der ist eigentlich richtig gut. Gestern bissig wie immer, aber auch nicht wirklich frisch gewirkt. Es sind alle kaputt gewesen, ganz ehrlich. Wir gehen da alle durch, aber es gibt... Luca Zuffi kann man genauso irgendwie... er ist da gewesen. Auch der Fabian Frey ist übrigens da gewesen. Fabian, wir haben dich da gesehen. Also Fabian Frey, ein, zweimal den Ball verloren, hat es immer wieder selber können deichseln und einmal mit einem scharfen Tackling, aber ja, es ist einfach, die Gesamtleistung ist wirklich nicht gut gewesen. Der Cegrova hat viel Ball verloren. Hat auch wieder sehr oft umgemotzt mit dem Schiri, mit dem Gegenspieler. Das fällt mir jetzt langsam auf. Das nervt. Ja. Da muss es gerade merken, dass er einfach Lernprozess, halt Klappe, Bub. Aber ganz ehrlich, eigentlich können wir den Match einfach abhaken. Kann man auch nicht wirklich... Er hat Klasse, aber... Ja. Hätte ich nicht können zeigen gestern. Nein. Einmal die Mannschaft ist schon in der Winterpause gewesen. Absolut. Schade. Sehr schade. Wir haben es verpasst, Wintermeister zu werden. Und jetzt haben wir halt eine Abschlusstabelle. Schau mal die ersten drei Plätze an. eBay 38 Punkte angesagt. Basel mit 36 und St. Gallen mit 35 Punkten. Und dahinter ist ein halbes Mittelfeld. Wo...
Der FCZ Zürich ist jetzt wieder näher dran gekommen, auch Servet, eigentlich noch so halbwegs auf Schlagdistanz, das ist eigentlich so eine Zweiklassengesellschaft. Ja, das ist so, ja. Eigentlich schon fast, gut, 1 bis 5 kannst du nicht sagen, aber trotzdem, es ist wirklich so zweiteilt, also sieht aus wie eine Abstiegsrunde und Finalrunde. Ja, ein bisschen schon, ja. Das ist hart. Und hinter halt Thun, ganz am Schluss, 9 Punkte. Ah. Also wenn die im Winter nichts machen, dann... Fragst du, was können sie machen? Oder? Also eben, sind 9 Punkte jetzt auf Luzern. Ja. Das wird ganz schwierig. Also ein Abstiegsmatch gibt es da, ob sie vielleicht noch 9. können werden, möglich. Und dann spielst du gegen GC. Wäre noch spannend, Thun GC. Ja, das ist so, das ist so. Die nächste Runde, die wird gespielt am 26. Januar, am Sonntag. Und da treffen wir auswärts, also wir treffen es, wir treffen auswärts auf eBay, aber wir haben ein riesen Handicap das Mal. Walti Stocker, gesperrt. Tschömert, gesperrt. Xhaka, gesperrt. Cabral, gesperrt. What the fuck? Was tönt? Das tönt nach einem traumhaften Start. Das ist wirklich sehr schwierig, aber es ist noch weiter weg. Schauen wir, was wir hier anstellen. Ob im Winter etwas passiert, das wissen wir auch noch nicht. Nein, es ist noch recht früh, um den Match zu diskutieren. Aber wird es so mit den gesperrten Spielern sicher schwierig in Bern ja, auf jeden Fall. Zu bestehen. Es überrascht mich, dass die Saison so früh wieder losgeht. Ja, das ist so. Aber ich glaube, wegen der EM. Ja. Jetzt habe ich nicht gewusst, ob es eine WM oder eine EM ist. Haben Sie es gerade gemerkt? Muss ich jedes Mal überlegen. Es ist krass, wie sich das vermischt langsam. Das alles, ist eh jeder dabei. Das ist bei mir ein Bereich aus Match, die WM und EMs. Wir nennen es auch das internationale Turnier. Ja, ist das sein? Ja. Das IT. Wollen wir mal einen Blick in den Blätterwald riskieren? Das ist so unsere, also irgendwie langsam meine Lieblingsrubrik. Das ist so Glanz und Gloria mit Fußball irgendwie. Das überrascht mich nicht, dass dir das gefällt. So eine Sau. Jedenfalls der Thauland Xhaka. Das ist ein geiles Sieg. Er haut Gegenspieler um und offensichtlich auch mal seine Frau. Er wird nämlich Papi. Thauland, super gemacht. Wir gratulieren noch nicht, weil das macht man nicht voraus. Aber wir freuen uns. Nein, das macht man eigentlich nicht. Kann man zur Schwangerschaft Ich gratuliere zu der vollbrachten Schwangerschaft für euch. Und wir freuen uns, dass ihr hier Nachwuchs bekommt. Wir hoffen, du verlierst nicht von deiner Bissigkeit. Und, er wird ein bisschen weniger schlafen, aber er wird der gleiche bleiben. Das heisst, er wird noch hässiger sein und noch böser auf dem Feld. Das ist absolut. Richtig gut. Das ist richtig gut. Thauland, mach weiter so. Und dann hat er auch noch ein Interview gegeben beim FCB. Und hat etwas Wunderbares gesagt, für uns Fans auf jeden Fall. Er wird seine Karriere beim FCB beenden. Finde ich grossartig und ich glaube, ihm kann man den Vertrag ohne schlechtes Gewissen verlängern. Der gehört zu uns, er will bei uns bleiben. Er ist nicht ein Kutzmann. Ganz dem 5-Jahres-Vertrag, der gut dotiert ist. Und 5? Dann ist er 33, glaube ich, oder so. Und dann ist das ganz okay. Er soll einfach bleiben. Er soll einfach bleiben. Der Tauli ist ja gut, dann kannst du jedes Jahr einen neuen anbieten. Ja, wirklich? Nein, kann man wirklich machen. Also absolut. Dann hat der FC Sion, der hat gravierende Massnahmen im Januar angekündigt. Völlig überraschend, oder? Wow. Das machen wir nie. Hätte ich nicht gedacht. Gehen Sie erst wieder ins Zwangstrainingslager? Nein, so schlimm ist die Situation ja noch nicht, glaube ich, bei den Sitten. Das hat aber Spass gemacht, den meisten Spielern. Wirklich? Mit dem großen Teil ins Wasserland. Ja, genau. Was sie gehen ausgeschlafen und so und Würmer essen und so. Also was ich ja gut finde an dieser ganzen Sache, wenn sie die ganze Mannschaft umbauen, ist, dass wir ja vielleicht auch davon profitieren können und vielleicht der ein oder andere Spieler vom FC Sion zu verpflichten. Ich denke da eigentlich nur an einen, das war der Kasami. Ich würde sagen, jetzt kommt Dumbia. Nein, der Dumbia. Muss nicht mehr sein. Willst du Kasami wirklich noch haben? Ich glaube, das wäre schon eine massive Verstärkung für uns. Er ist, ja. Aber wir sind ja im Mittelfeld gut aufgestellt. Absolut. Wo willst du denn da anstellen? Aber wenn es dort Lampen ist, umbauen und wir kriegen den günstig, dann kann man das absolut machen. Dann willst du mal deinen Stocker aufs Bänkli setzen. Der Captain. Man kämpft halt dann um den Platz. Nein, der Stocker muss nicht einfach per se aufs Bänkli, aber... Wir könnten etwas machen, keine Ahnung, wir können es probieren. Vielleicht kann man aus dem Stocker einen linken Verteidiger machen, dann müssen wir den Betreter nicht mal anschauen. Bist du Christian Gross oder was? Also, das ist keine Ahnung. Ist das gerade spontan gewesen? Stocker als linken Verteidiger. Könnte vielleicht sogar noch funktionieren, ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde es probieren. Vielleicht hört Marcel Kohl hier zu und denkt sich, oh, das ist eine super Idee. Marcel, versuch es einmal, obwohl es fehlt ein bisschen Speed für den Flügel. Vielleicht ein Testspiel gegen Muttens oder so, kannst du mal machen. He? Dann, Ex-Super-League-Spieler, Stürmer Alexander Prijovic, der hat einen grossartigen Wechsel gemacht. Also auch finanziell. Der ist von Saloniki nach Al-Ittihad
gewechselt, Saudi-Arabien. Du bist ja ein grosser Fan von Prijovic. Du magst immer, du magst Schauspieler oder Fußballer mit einem Rossschwänzle. Was? Ja gut, Schauspieler mit Rossschwänzle, Steven Seagal hat es ja langsam verkackt mit der halben Welt. Ich mag ihn auch so sehr wie früher. Prijovic, meine grösste Erinnerung an ihn ist, dass ich ihn in der alten FIFA immer gekauft habe und das Rossschwänzle, das ist mir geblieben. Ich weiß auch nicht. Schön für ihn, der holt ordentlich Zaster dort ab. Das gefällt mir für ihn. Er verdient angeblich 7 Millionen. Angeblich. Nice. Und er ist für 10 Millionen gewechselt. Das ist schwierig. Also jemand zahlt für einen Schweizer Stürmer, wo man, also serbischer Schweizer Stürmer, wenn man das halt so anschaut, der es bei uns in der Super League nicht wirklich gepackt hat, da sind die ganz grossen Strick zerrissen, 10 Millionen. Ja, das ist geil. Es gibt eben die Märkte, halt, wo du nicht die grossen Superstars kriegst und dann kostet halt auch durchschnittliche Stürmer halt mal schnell mal mehr. Das ist einfach so. Gratulation an Prijovic. Schön für sein Konto. Während der Erdjag, dem sein Konto ist sicher auch relativ voll, oder? Der hat genug verdient in seiner Karriere, denke ich auch. Aber da heisst jetzt auch, dass seine Karriere einen gewissen Tiefpunkt erreicht hat. Er hat bis im neuen Verein Göstepe. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vier Spiele. Noch ein Glück, wenn man das... Götz? Also Götz ist sicher nicht. Götz-Tepe. Göstepe. Götz-Tepe. 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 Türkische Kollegen, bitte sagt uns, wenn man das richtig ausspricht. Göstepe, sagen wir es. Er hat 4 Ligaspiele gemacht. Und er hat jetzt auch angegeben, die Freigo gebeten. Soll er zurück in die Schweiz kommen, Patrice? Zurück in die Schweiz auf jeden Fall. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, zurück zu uns. Wir haben immer gesagt, der Diak müsste eigentlich zum FCB zurückkommen. Haben wir lange gesagt. Ja, ich habe immer das Gefühl, er würde Goal schießen. Er ist sicher nicht mehr da als... er hat nicht die Qualität vom Cabral, würde ich sagen. Er hat wahrscheinlich auch nicht... Er wäre Nummer 3 wahrscheinlich sogar im Moment im aktuellen Kader. Ja, muss man so anschauen, ja. Und das war bitter. Aber ganz ehrlich, als Backup mit einem nicht unfassbar dotierten Vertrag würde ich ihn gerne sehen. Es würde mir wehtun, wenn jetzt würde gesehen, irgendwie bei eBay im Sturm oder... Das würden sie nicht machen, glaube ich, nein. Die holen andere Kaliber, habe ich das Gefühl. Ja, es gibt einen, wo... Ein ähnlicher Stürmer, der dort wohl zurücktritt, weil er Musikkarrieren anstrebt. könnte so einen Derdjog schon noch reinpassen, vielleicht. Wenn er die Rolle so will annehmen, außer er möchte halt, und das kann ich mir halt beim Ehren Derdjog auch noch vorstellen, er möchte mehr als nur die Nummer 2, Nummer 3 im Sturm sein. Er will doch immer noch Nummer 1 sein. Ich denke auch, dass er würde sagen, du, 2 Millionen Jahresgehalt, Stammplatzgarantie und ich kann jedes zweite Training auslassen. Das ist böse. Nein. Ist noch so eine? Ja, man hat schon oft gehört, dass er halt seine Karriere viel zu wenig gemacht hat, weil er halt zu wenig Fleiss gezeigt hat. Das haben, glaube ich, fast alle Trainer von ihm gesagt, was schade ist, aber wenn es alle sagen, wird wohl etwas dran sein. Ich würde das gerne beim FC Thun sehen. Es wird niemals passieren. Aber das war doch für Thun ein Riesenstürmer. Wenn der FC Thun den Ehrendärdjog holen im Winter, dann Gratulation. Das und dann, geil. Und aber ganz ehrlich, der Ehren wäre das auch nicht dumm. Das weiß ich nicht. Also, was verdienst du mit FC Thun? Ich rede nicht von finanziell. Aber der Ehrendärdjog, an der Stelle, wo er erstmal Nationalspieler war, bis vor etwa 2 Jahren ist was. Er ist, glaube ich, 30, 31. Der hat noch ein paar Jahre vor sich. Ja, aber nicht der braucht jetzt einen Verein, wo er kann spielen kann. Wenn er aber nur als Nummer 3 oder 4 auf dem Bänkli hockt, dann spielt er nicht. Jo, aber also... Es ist jetzt schwierig, zum Qualität einzuordnen, aber... Das ist für unsere Wintersendungen dann, wenn es Transferfenster ist offen ist, reden wir darüber. Bereits stärker als der Diok. Ja, natürlich. Ich weiß es nicht. Mainz gegen eins. Ich bin großer Fan von Mitten, aber der Diok kann schon shooten. Also. Ja, du kannst shooten, aber er hat seit Jahren offensichtlich nicht mehr viel können zeigen. Deins läuft es einfach nicht. Vielleicht passt seine Mentalität nicht in die Türkei. Das ist schon bei Murat Yakin passiert. Ja. Kann sein, ja. Ich glaube, bei allen unseren schweiz-türkischen Sekundos sind meistens gern zurück in die Schweiz gekommen. Ja. Aber, ja. Wir werden es auch mal sehen, wo der Ehren landen wird. Wohl beim FCB nicht. Weil da hat sich auch ein anderer langsam wieder mal gesünder gezeigt. Das ist auch schon der Ricky van Wolfswinkel. Willkommen zurück im Mannschaftstraining. Yeah. Das hat uns sehr gefreut. Weil doch, dass er ein grosser Eingriff war. Aber er darf weiterhin keine Zweikämpfe führen. Ja. Er darf keine Kopfball machen, das wird auch so bleiben. Yep. Der Vertrag läuft aus dem Sommer. Ich nehme an, der Ricky geht zurück auf Holland, hoffentlich gesund. Auch, ja. Ich denke auch, er wird bei uns nicht mehr spielen. Vielleicht längt es noch für ein Spiel am Schluss. Was vielleicht um nichts mehr wird gehen, aber um alles wird gehen. Ja, Ricky, schade. Er muss auch vielleicht ohne Titel gehen bei uns. Das ist schon traurig. Das habe ich so gar nicht bedacht. Das stimmt nicht. Göpp, sorry, wir haben einen Göpp geholt. Aber der Göpp,
sage ich immer wieder, ich bin zu Trostpreis in der Schweiz, sorry. Ja, das siehst du falsch, aber ja. Und dann das Thema, das mein Gemüt diese Woche sehr bewegt hat. Alter Falter. Auf Watson ist der Bericht gesehen, die grüne Gemeinderätin Katharina Prelitsch-Huber, die ist gegen den Köpi-Kuhn-Platz in Zürich. Mit der Begründung, es gibt sehr viele Frauen, die eben so gut geleistet haben wie der Köbi. Und da müsste jetzt, muss ich ganz viel gerade verschwiegen jetzt, weil das macht mich einfach hässig. Wieso macht die das hässig? Aus dem einfachen Grund, da trifft jetzt so einen absolut irren Feminismus auf etwas, was mit Feminismus nichts zu tun hat. Du hast hier einen Köbi Kuhn, der gestorben ist, der für unser Fußballland viel gemacht hat. Der Vater der Nation, hast du den Papeli gesehen, den Köbi-Papi, oder was meinst du? Absolut, ja. Und jetzt will man dem den Platz posthum nicht gönnen, also weil Platz Friedrich war's Schneider denn, auch noch da war. Ich weiß nicht. Paradeplatz, oder? Nein, ist irgendein Platz, der hat er schon, ein Schild gibt es sogar schon dort. Okay. Also inoffiziell heisst schon Köbi Kuhn-Platz, aber die wehrt sich jetzt dagegen, dass der Köbi den Platz nicht bekommt, weil halt andere Frauen und ja, alle Frauen, ihr habt alle eure Plätze verdient. Ich will einen Friedrich Schneider-Platz, ich will einen Martina Hingis-Platz, will nicht darüber reden, aber du musst nicht im Köbi Kuhn seine Platzstrittung machen. Das ist einfach nur widerlich. Ich weiß nicht. Ja, da geht es ein bisschen darum, in die Medien zu kommen. Am Schluss, ich habe von ihr noch nie etwas gehört, aber kann man ja mal, man kann ja alles in Frage stellen. Sportler, Platz geben. Ich meine, sind wir ehrlich, wir werden von dieser Frau nicht mehr hören. Den Namen werden wir jetzt gerade vergessen und fertig. Ja, darum. Mir ist das jetzt irgendwie so. Braucht man Platz von Sportler, ehemaliger Sportler, Trainer, muss das Platz, Roger Federer, der braucht einen. Der braucht Platz. Der braucht einen Platz. Da können wir von mir den Barfi umbenennen. Das ist okay. Aber ja, die Diskussion ist so ein bisschen unnötig, sagen wir jetzt einmal. Ja. Also unnötig wie der Breel Embolo, der den Fahrausweis verliert. Jetzt ist mit dem Tremmel unterwegs. Breel, harte Tipp für dich. Kommt schon gut. Das ist voll okay. Wir müssen gar nicht mehr darüber reden. Aber da ist noch ein Thema, das ich auch lustig gefunden habe. Der Vero Salatic hat in der Soccer Lounge. Warum heisst die eigentlich Soccer Lounge? Das ist so eine Super League. Also, keine Ahnung. Jetzt mal, wenn ich google nach der Super League, muss ich zuerst überlegen, welche Super League und. Ja. Heißt ja alle Super League und Super League und. Ah, Super League ist super, hat es mal geheißen. Ja. Jedenfalls. Der Salatic oder Salatic, wie es im FIFA 06 geheißen hat. Jeder Spieler in der Schweiz will für GC spielen. Hat der Salatic gesagt. Patrice. Grossartig. Ich bin am Samstag in Zürich gesehen. Wir haben einen Pissoir gestanden und ich habe da schön ins Pissoir rein geritzt gesehen, GC. Hast du etwas angeschrieben? Ich habe nichts angeschrieben. Ich habe nur einfach, es sind so meine Gedanken gesehen, was macht eigentlich das grosse GC, das grossartige GC? Ich weiß nicht, ob jeder Spieler von der Super League zu GC will, aber ich kann mir vorstellen, dass bei schlechteren Vereinen oder Spielern, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass selbst ein Spieler vom FC Thun oder Spieler aus der Super League, wenn sie ein Angebot von GC bekommen, doch immer noch ins Grübeln kommen. Und wahrscheinlich immer noch mehr Geld würde verdienen als. Hat aber auch damit zu tun, dass GC in Zürich ist und Zürich eine tolle Stadt zum Leben ist. Richtig. Nicht für Basler vielleicht, aber für alle anderen vielleicht schon. Ja, absolut. Und klar, dann ist aber das Angebot von der Stadt Zürich vielleicht interessant. Aber mal ganz ehrlich, Atmosphäre im fremden Stadion im letzten Grund. Mit einem Verein, der auch finanziell keine Mittel momentan hat, oder auch keine richtigen Mittel, um wirklich im Profifußball in der Schweiz mitzuhalten, so wirkt es jedenfalls. Und trotzdem ist es ein grosser Verein und wir kennen ihn noch. Das ist halt einfach trotzdem auch ein Argument. Das ist wie wenn wir davon reden, keine Ahnung, Nottingham Forest, dann haben wir das auch im Kopf. Das ist so eine gewisse Tradition, das ist etwas anderes, als wenn irgendein, keine Ahnung. Aber du redest auch wieder von der grossen Vergangenheit. Rekordmeister, bla bla bla. Richtig. Martin Brunner hat dann auch in der Sendung gesagt, ja, GC, das ist immer noch ein Name. Ja, schön. Ja, das sind sie. Das sind ja wir auch noch gesehen, wo wir in der Challenge League, kann ich fast sagen, wo wir lange Zeit im Nazi B gesehen sind, haben wir von uns immer den Anspruch gehabt, hey, wir sind doch jemand. Yeah. Wieso kommen die Spieler nicht zu uns? Wieso will niemand? Klar, wir haben keinen Stutz gehabt und alles. Aber trotzdem, wenn am Schluss das Angebot vom FC Solothurn oder vom FC Basel gekommen ist, ja, klar, der kommt, ja, weiss, für das gleiche Geld gehst du zum FC Basel. Natürlich. Geht's ja auch. Wenn wir kurz einen Blick auf die Challenge League Abschlusstabelle, Lausanne 4. Die Liga souverän an, mit 39 Punkten und einer Tordifferenz von 32. Platz 2 GC mit einer Tordifferenz von 9 und 33 Punkten, also 6 Punkte Abstand. Das ist ja, Lausanne hat 50 Kisten geschossen schon in dieser Saison. Das sind. Musst du dir mal vorstellen, 50 Goal während der zweiten 28. Das ist abartig, was die Lausanne dort wieder mal fabriziert in der Challenge League.
Das ist nicht überraschend, die sind auch im neuen Stadion. Sind sie schon eingezogen ins neue Stadion oder werden jetzt, glaube ich, im Winter einziehen? Dort ist auch viel Geld rum. Das wird spannend, wenn die raufkommen. Die werden auch vielleicht können sie es endlich mal packen, auch oben zu bleiben und eine größere Rolle zu spielen. Das wäre mal spannend, das zu sehen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. GC wird, ich nehme an, in Promotion kommen, vor allem wenn eine Mannschaft wie Kriens und Wiel im Rücken hast. Das ist für mich überraschend, dass Kriens so weit oben, so gut oben mitspielt, mit gar keinen Mitteln. Aber ja, GC wird kommen. Ja. Mittelfristig wieder, glaube ich. Mit vielleicht irgendwann mal einem Stadion und so. Und mal das Geld. War ja möglich. Und Sponsoren. Ich glaube, eben das wird funktionieren, wenn du ein funktionierendes Fußballstadion hast. Ja. Dann werden Sponsoren kommen und GC ist immer noch ein Name. Und es wird Leute geben, die sich gerne mit dem schmücken. Das ist einfach so, die sind immer noch Rekordmeister. Das kannst du auch auf die Fahne schreiben. Ja. Und auch für ausländische Investoren. Red Bull wäre so etwas... Vielleicht ja interessant, wer weiß. Red Bull Zürich. Unsere ich glaube, mehr Hass können wir uns nicht holen, als wenn wir so etwas in die Runde werfen. Aber. Das wäre spannend. Wenn wir mal in unsere Rubrik noch kurz reingedruckt gehen, was haben wir noch kurz reingedruckt, Patrice? Wenn wir reden über, nachdem wir das letzte Mal über die kulinarische Verköstigung geredet haben, reden wir über die WC-Situation im Joggeli. Ja, schießt mich richtig an. Wir müssen uns kurz halten, wir sind doch schon bei 41 Minuten heute. Die WC-Situation ist für mich der Bagel völlig. Im C6. Wartest du, also in der Halbzeit kannst du es vergessen. Du wartest wirklich ewig. Du musst immer vorher gehen und 40 Minuten dampfst du mal ab, wenn du kurz musst pinkeln. Dann gehst du in Bern an den Match und du hast einfach fünfmal so viel Pissoir. Es ist einfach völlig entspannt. Ich will schon wieder mit Bern gut reden, hier, schon nach dem Essen. Du musst aber auch St. Gallen gut reden, weil den im Stadion pinkeln ist auch sehr angenehm. Eigentlich. Ausser, auch in Thun pinkelst du, glaube ich, angenommen. Ausser, wo wir das Stadion gebaut haben vor 20 Jahren, das ist doch schon hure lang her. Ja, das ist... Aber da hat man auch verdankt, es lange wohl gar nicht 8 Pissoir für irgendwie 2000 Leute Kopfdami. Könnt ihr dort nicht einmal irgendetwas machen, lieben FCB, mal so nehmen? Ich denke, wir müssen auch bald einmal das Stadion leicht renovieren. Irgendwie ein paar Neuerungen wird es geben. Ich nehme mal, wenn wir 20 Jahre alt sind, das ist im 21. Ich glaube, dann passiert etwas, dann wird es neue WC-Anlagen geben. Ich hoffe es mal schwer. So ein paar mehr Pissoir wäre wünschenswert. Ich meine, im Schützenmatt, wo wir gespielt haben, vor dem Joggeli, das ist natürlich einfacher gewesen, zum Pinkeln. Ich erinnere mich immer an den einen Typ, den einen Fan, der leicht angetrunken an der Bande gestanden ist, sein Ding über die Sponsorenbande hat hängen, auf die Rundbahn gepisst hat und oben das Bier wieder reingeleert hat. Das ist das Bild, auf mich... Nein, okay. Das ist das Bild, das ich mit der Schütze Martin in Verbindung setze. Der Typ, der das gemacht hat. Grossartig. Tolle Zeit gewesen. Mir ist Schütze Martin am meisten in Erinnerung geblieben. UEFA Cup. Wo sie 90 Minuten lang UEFA Cup gesungen haben im Kinderchor. Ich weiß nicht, was das war. Witzigerweise singst du das heute noch. UEFA Cup. Jedenfalls. Ja. Mehr WCs. Dankeschön. Macht das bitte. Und dann gehen wir noch kurz. Ach, das habe ich. Das finde ich geil. Das freut mich immer, das zu machen. Der FCB-Ehemalige von der Woche. Wenn wir mal schauen, was der Herr so oder hergekommen ist. Also wir haben den geholt von Servet. Ist ablösefrei zum FCB gekommen 2010. Der hat gespielt. Hat eigentlich sogar öfter gespielt, als ich gedacht habe. 13 Matches beim FCB mal gezeigt. Mal ausgelehnt worden. Was eigentlich nichts ist, aber weiss, er hat eine Phase gehabt. Da habe ich das Gefühl gehabt, er war Stammspieler. Er hat einmal oft gespielt gehabt. Anscheinend nicht, aber ja. Also ein paar Spiele jedenfalls. Ein paar Matches hat er gemacht. Er hat 13 Spiele beim FCB gemacht. Ist er ausgelehnt worden, Servet. Und ist dann 2013 nach England gewechselt. Zu Oldham Athletic. Ich muss ehrlich sagen, an diesen Transfer mag ich mich nicht erinnern. Ich auch nicht, weil der ist halt völlig... Er wird gratis gesehen im Jahr. Der ist gratis gesehen, ja. Von dort ist er in 2015 nach União da Madeira gewechselt, in Portugal, wenn es mir recht ist. Schönes Wetter auf jeden Fall. Er hat sicher eine schöne Zeit gehabt, 2 Jahre, 20 Matches gemacht, 2 Goal geschossen und ist von dort, das Wetter ist ihm doch zu schön gesehen, braucht es ein bisschen kälter, ist er nach Schottland gewechselt zu Dundee United. Und gleichzeitig hat er für Angola ein paar Spiele gemacht. Er ist angolanischer Nationalspieler gesehen, 9 Einsätze. Die Rede ist vom Gänserich, vom Jean-Seric Kuzunga. Liebe Grüße. Momentan hat er aufgehört mittlerweile oder schüttelt er noch bei Dundee? Er ist vereinslos. Ist er vereinslos? Er ist vereinslos. FC Thun.
Kusunga. Holen Kusunga. Der kann etwas. Schlecht ist schon. Schlecht ist eigentlich so nicht gesehen. Aber er hat es halt doch auch nie, wenn, er hat keinen einzigen Wechsel gemacht, wo er an die Transfersumme benötigt worden ist. Nein, das ist so einer, der am Schluss, wenn die Mannschaft steht, der Agent am Schweizer sind noch so, ja. Du, der ist günstig. Den kannst du holen. Er kommt für 80.000 im Jahr. Ist geil, oder? Super. Danke schon für die Story. Jedenfalls, Leute, schön haben wir uns wieder zugelost. Es ist Winterpause, aber nicht für uns. Wir werden euch auch weiterhin während der Winterpause unterhalten. Und wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heisst, Innedruckt, der Fußball-Podcast aus Basel, wo Sachen sieht, die sonst niemand sieht. Schönen Tag miteinander. Tschüss zusammen. Bye.